An einem Bereich konstanter Dicke greifen die eingezeichneten Normalspannungen an, 210 Newton pro Quadratmillimeter und 50 Newton pro Quadratmillimeter. Die Hauptspannungen liegen genau in X- bzw. Y-Richtung. Gesucht sind die Spannungen am Mooreschen Kreis an einem um 20 Grad gedrehten Element. Als Voraussetzung würde ich also den Mooreschen Spannungskreis zeichnen. Und dazu brauche ich auf jeden Fall Sigma M und den Radius. Das ist schon wichtig, weil nur damit ich den Kreis zeichnen kann. So, dieses Sigma M, wie können wir das denn kriegen, wenn wir nur die Hauptspannungen gegeben haben? Sigma M gleich. Sigma 1 plus Sigma 2. Genau, ist ja der Mittelwert, also Sigma 1 plus Sigma 2 halbe. Da wir die beiden kennen, würde ich sagen, ja, einsetzen und gut ist, nämlich 210 plus 50 halbe Megapascal. Bitte? Jetzt brauchen wir den Radius. Moment, wir sind noch gar nicht fertig. Wie groß ist denn Sigma M? 130, ja. Sigma M gleich 130, aber keine Ostereier, sondern Megapascal. Dann brauchen wir den Radius, sonst können wir den Kreis nicht zeichnen. Sonst können wir den Kreis nicht zeichnen. Wir haben die Formel aufgeschrieben, R ist gleich Sigma 1 minus Sigma 2 durch. Genau, das ist also der halbe Durchmesser. Ja. Ich schreibe deswegen extra mal hin D halbe. Und D ist einfach die Differenz zwischen den beiden, also Sigma 1 minus Sigma 2 ja. halbe. Das sind 210 minus 160, davon die Hälfte sind 80. Ja. Also R ist gleich 80 Megapascal. Ja? Dann kann ich dazu übergehen, den Mooreschen Spannungskreis zu zeichnen. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei dem Sigma M von 130, was ziemlich weit rechts liegt, und einem Radius von 80, da werde ich auch weit rechts von der Achse bleiben. Deswegen zeichne ich die Tauachse ganz weit links ein. Hätte man das nicht eigentlich auch schon sagen können, als man die 210 Newton pro Quadratmillimeter sind ja deutlich größer wie die 50, das hätte ich jetzt so oder so erstmal angenommen. Ja. So, das heißt, der Kreis, der wird ungefähr, sagen wir mal, hier liegen. Jetzt haben wir ja auch noch die Hauptspannung gegeben, die kann ich auch direkt dann einzeichnen, damit wir hier ein bisschen Orientierung haben. Das waren die 50, also Sigma 2. Das hier ist Sigma 1 mit seinen 210 Newton pro Quadratmillimeter. Hier haben wir nur 50 Megapascal Newton pro Quadratmillimeter. Und wir haben jetzt aber auch noch die beiden Zusatzinformationen, nämlich das Sigma M hier bei 130. Und wir wissen, der Radius, egal wohin, der geht immer von Sigma M aus, der Radius. Der ist 80 Megapascal lang. Und jetzt kommen wir zur konkreten Aufgabe. Da war nämlich gefordert, zu gucken, welche Spannungen wirken denn unter einem Schnittwinkel von 20 Grad. Das heißt, wir haben also diese Phi gleich 20 Grad. Wenn da Phi steht, heißt das, das ist der reelle Winkel. Ich muss im Mooreschen Spannungskreis aber immer den doppelten Winkel eintragen. Also 40 Grad. Nächste Frage, wo fangen diese 40 Grad an? Ja, wo ist 0 Grad? 0 Grad ist ja normalerweise im XY-Raum, in der Ebene, ist das die X-Achse. Ja, da würde ich mal vorschlagen, nehmen wir hier die Spannung, die in X-Richtung wirkt, das ist Sigma 1, und sagen auch gleichzeitig, das entspricht im Raum, also diese Richtung hier ist X-Richtung, weil Sigma 1 gleich Sigma X, also das Sigma, was in X-Richtung wirkt. Dann würde ich also hier vom Mittelpunkt bis zu Sigma 1 gehen. Wenn das der Radius wäre, dann würde der Radius jetzt in X-Richtung zeigen. So, und jetzt soll der aber laut Aufgabe bei 20 Grad stehen. Nicht bei minus 20 Grad, sondern bei plus 20 Grad. Das ist mathematisch im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. 20 Grad plus. Gegen. Ja? Das heißt, ich muss hier um 2 mal 20 Grad gegen den Uhrzeigersinn, den Radius, verdrehen. Das war's. Jetzt zeichne ich den mal ein. Sagen wir mal, der ist hier.
Und dieser Radius zeigt mir jetzt einen Punkt auf dem mooreschen Spannungskreis an. Das ist der hier. Nenne ich den mal P20, wie auch immer Sie den nennen wollen. P20. P20 hat, ist ein Punkt in einem Koordinatensystem, hat deswegen auch Koordinaten. Die Koordinaten von P20 wären, bitte nicht x-Wert sagen, das hier ist ein Sigma, Sigma 20. Und auf der Tau-Achse wäre das Tau von 20 Grad. Ja, ein Punkt wird ja durch diese beiden Koordinaten dargestellt. Und das sind, diese Koordinaten sind gleichzeitig die gesuchten Spannungen. Wir müssten jetzt nur noch anhand der Skizze rauskriegen, wie groß diese Spannungen wirklich sind. Wenn Sie den Kreis jetzt maßstabsgerecht gezeichnet haben und Sie haben in der Klausur keine Zeit mehr, dann würde ich als erstes mit dem Lineal dran gehen und ne, ungefähr Werte schon mal hinschreiben. Das gibt ja Teilpunkte. Wenn nicht, kann man es einfach mit kurzem, ruhigem Nachdenken hinkriegen. Am einfachsten, fangen wir mit dem einfachsten an, ist es, dieses Tau 20 auszurechnen. Das Tau 20. Wie hoch ist diese Strecke? Sie kennen R, Sie kennen Sigma M, Sie kennen Sigma 1, Sigma 2, ist alles da. Ich will nur diese Höhe hier wissen. Wie komme ich da dran? Sinus von 2 mal 20 mal R. Das ist der Radius und davon die Komponente, die Sinuskomponente von 2 mal Phi, ganz allgemein erstmal. Und da kann ich aber jetzt die Zahlen einsetzen. In unserem Fall wäre der Radius 80 Megapascal, Sinus von 2 mal 20 Grad. Und damit hätten wir schon die Lösung. Was kommt da raus? 51,42 Megapascal. Jetzt brauchen wir nur noch das Sigma. Das heißt, den Abstand von ganz links vom Ursprung bis zu dieser Stelle. Wie könnte ich das prinzipiell machen? Sigma 20 ist gleich, was? R mal Cosinus. Das wäre dieses Stück hier. Ja, ja. Aber das, ich brauche ja von, vom Ursprung aus. Achso, ja, dann noch eine plus Sigma M. Plus Sigma M, also Sigma M plus das. Genau. Ja, setzen wir die Zahlen ein. Sigma M, haben wir gesagt, sind 130 Megapascal plus 80 Megapascal für den Radius. Mal Cosinus von 40 Grad. Und damit erhalten wir auch das Sigma, also die Normalspannung einer Schnittfläche, die unter 20 Grad geschnitten wurde. Das sind 191,28 Megapascal. 191,28 Megapascal. Ich kessel das mal voller Vertrauen rot ein, aber ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich stimmt. Das kann ich jetzt immer noch überprüfen. Ich gehe noch mal da rein. Ich sehe, also es geht um diesen blauen Punkt, um diese Stelle hier. Die muss auf jeden Fall kleiner als 210 sein, aber ziemlich nah dran. Kommt hin. Dann haben wir Tau 20, das ist diese Strecke hier, muss deutlich kleiner sein als der Radius. Der Radius ist 80, wir sind bei 51, plausibel. Ja, also so kann man noch mal kurz einen Check durchführen. Ja, das war's. Fragen dazu? Erstmal nicht.